Das ist eine Mundharmonika. Wieder so eine mit 10 Löchern, kann man auch Bluesharp zu sagen. Kennt ihr ja schon. Und das ist Curry Kantner. Und der findet Bluesharps cool und lässig. Aber sag mal, Curry, kann man mit Bluesharps eigentlich auch richtig coole, lässige Sachen machen? Naja, gibt's verschiedene Möglichkeiten. Kann man zum Beispiel eine Dominokette aus Bluesharps aufbauen? Wow, ja, schick. Das ist zwar cool und lässig und es ist auch nicht schwer, aber irgendwie hatten wir ja mehr an Musik machen gedacht. Müssen wir uns also nochmal einen Kopf machen. Und dazu setzen wir uns erstmal was auf den Kopf, nämlich eine ödlige alte Mütze. Cool und lässig. So, und jetzt noch eine Bluesharp und ein Mikrofon und dann mal frisch ans Musik machen, Curry. 1, 2, 17, 9! Weißt du, Curry, das hört sich jetzt aber gar nicht cool und lässig an, was du da machst. Das klingt eher ein bisschen gequält, wenn ich ehrlich sein soll. Ne, viele Leute sagen ja, sie kriegen eine Gänsehaut davon, wenn sie das hören. Wahrscheinlich vor Angst. Aber trotzdem, wenn man solche Musik macht, dann kann man damit ganz doll bekannt werden. Ja, klingt komisch, ist aber so. Oh, guck mal, das ist der Franz. Der rotiert jetzt gerade im Grabe. Der hat das Lied nämlich mal geschrieben. Das ist zwar schon ein paar Jahre her, aber trotzdem, der war ganz schön cool und lässig, der Franz. Obwohl er noch gar keine Bluesharp gespielt hat. Die gab's damals nämlich noch nicht. Oh, Alter! Ruhe jetzt, Curry. Du spielst nicht nur ganz furchtbar, du siehst auch ganz schlimm aus. Komm, erstmal das Mikrofon weg jetzt. Und dann zieh dir mal was Anständiges an. Kleider machen Leute, sagt man ja. Also, weg mit der alten ödeligen Mütze. Da gibt's erstmal einen anständigen Hut für. Dann das Hemd zugeknöpft, vernünftige Jacke drüber. So. Guck mal, der da. Und der. Die waren auch alle ganz schön cool und lässig. So wie der Franz. Und anständig angezogen waren die auch alle. Zwar nicht genauso wie der Franz, aber trotzdem sehr schick. Die haben auch alle Musik geschrieben. Die klingt zwar auch ganz anders als die Musik von Franz, aber cool und lässig ist er auch. Und hey, guck mal, der da hat ja auch eine Bluesharp in der Hand. Was machen die wohl für Musik damit? Naja, wir wollten es natürlich genau wissen und da haben wir mal nachgefragt, wie man das vernünftig lernen kann, das Musikmachen mit so einer Bluesharp. Gibt's wieder verschiedene Möglichkeiten, haben wir rausgefunden. Man kann zum Beispiel Bücher kaufen. Kann man sich auch einen Lehrer suchen. Hat beides so seine Vor- und Nachteile. Man kann aber auch einen Workshop besuchen. Zum Beispiel den Blues Harmonica Workshop. Und da haben wir den Curry heute mal hingeschickt. Oh, guck mal, da gibt's eine Menge zu lesen, wie in einem Buch. Und da gibt es Tonbeispiele, wie auf einer CD. Und wenn du was nicht verstanden hast, dann gibt's noch den Coach. Das ist wie so ein Lehrer und den kannst du fragen. Toll! Na, Curry, macht's denn Spaß? Na, dann lass doch mal hören. Hier hast du nochmal ein anständiges Blues-Hard-Mikrofon. Jetzt machen wir noch ein bisschen Blues-Musik an. Und dann zeigst du uns mal, was du gelernt hast. Schon gar nicht schlecht, Curry. Viel besser als vorhin. Aber im Bluesharp-Workshop kann man sicher noch viel, viel mehr lernen, oder? Ah ja, guck mal, jetzt verändern sich die Farben.
Vielleicht hat die Farbe was damit zu tun, was man schon gelernt hat. So ähnlich wie im Judo mit den vielen bunten Gürteln. Oh, und das ist das Übungsstück, was Curry gerade gespielt hat. Guck mal, geht's auch in verschiedenen Farben? Wenn du den schwierigen Teil noch nicht kannst, nimmst du einfach den einfacheren. Super Sache. Na Curry, jetzt sind wir aber gespannt. Jetzt spiel das Lied doch bitte einmal auf der grünen und blauen Stufe. Das war cool und lässig. Und Curry, macht's dir denn immer noch Spaß? Ja? Super. Und das hast du alles im Blues Harmonica Workshop gelernt? Prima. Ach, guck mal, der Franz. Was der wohl davon hält? Curry, was denkst du? Wollen wir uns mit dem Franz versöhnen, damit er die schlimme Musik von vorhin vergessen kann, ja? Na, dann mal los, Franz. Spiel uns noch einmal dein Lied vor.